Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 für die Nintendo Wii. Wir machen heute weiter mit der Special Saga. Ja, was haben wir heute im Programm? Heute haben wir das Kapitel Ich werde die Erde retten im Programm. Jetzt, da Son Goku fort ist, ist Son Gohan der Einzige, der die Erde retten kann. Irgendwie gruselig. Ja. Okay, dieser Kampf macht einen guten Eindruck. Fangen wir an. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zuschauen und es geht los. Ja, Son Gohan macht seine Schwertübungen wieder. Wahaha, dich werde ich auch zur Höhle schicken. Ich schätze, ohne Papa schaffen wir das nicht. Klar schaffen wir das, Son Gohan. Hab Vertrauen in dir. What the fuck? Super Masen K.O. K.O. Maretsugeki. Friss das, Bojack. Super! Kamehameha! Oh. Let's go! Geben wir alles, Leute! Jawohl! Dieses Mal habe ich gewonnen in Tränen! Koi Maretsukeki! Ja, Teen Gohan Super Saiyan 1 ist so krass, der Charakter. Oh, scheiße. Oh, das war knapp. Machen wir nochmal Super Kamehameha. Seid ihr dabei, Leute? Dann gebt mir ein Hell Yeah. Super Kamehameha. Oh, scheiße. Oh nein, wir sind kampfunfähig. Wir können nichts machen. Son Gohan, werd wütend. Zeig uns deine wahre Stärke. Dad, Alter, ich hätte Bojack fast besiegt. Was ist los, Junge? Ist das schon alles, was du drauf hast? Super Masen K.O. Alter, Bojack, du bist eh gleich erledigt. Also, nerv nicht, Mann. Oh, schon wieder. Son Gohan, du bist der Einzige, der es kann. Wir haben nicht mal den Super Saiyajin 1 gebraucht. Saiyajin 2 gebraucht. So viel also zu deiner Stärke. Bojack, du bist echt ein Lappen, Alter. Ich habe nicht mal Super Saiyajin 2 gebraucht, um Bojack zu besiegen. Ja, mit Teen Gohan bin ich gut. Mit Super Saiyajin 1 war ich schon immer gut. Beim zweiten Teil bin ich auch richtig gut mit Teen Gohan gewesen. Ja, ich hätte zu gerne den Super Saiyajin 2 gesehen. Aber ich war wohl zu gut für Bojack. Ja, dann gehen wir in das nächste Kapitel. Und das ist... Gefahren, du ultimative Kämpfer, schlafen nicht. Broly wurde wiederbelebt? Und wie ist er auf die Erde gekommen? Ja, das nennt man Magie, Krillin. Kuririn. Okay, dieser Kampf macht einen guten Eindruck. Bla bla bla, wir fangen an. Ja, Vegeta macht wieder seine Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das war's. Kakarot. Ich habe sowas noch nie gegessen. Son Goten denkt echt nur ans Essen, Alter. Ja, jetzt sind wir Son Goten Super Saiyan 1. Bereit zum Angriff. Bereit zum Angriff. Haha, Edge Badgy. Sieht nach einem einfachen Sieg aus.
Alter, ich habe den Typ geschlagen und nichts ist passiert. Ja, das ist der legendäre Super Saiyajin Broly. Oh, scheiße. Oh. Fast hätte er mich getroffen. Alter. Full Power. Brüder Kamehameha. Let's go. Haha, großartig. Das ist viel zu einfach. Oh, das hat Damage gemacht. Holy crap. Kamehameha. Alter, das ist so unfair. Schon wieder. Boah. Okay, Trunks. Ich werde versuchen, ihn rauszuziehen, Son Goten. Hey du musst ja echt ein ganz harter Kerl sein, dass du gegen kleine Kinder kämpfst. Wenn es dich so sehr stört, dann mach's mit mir doch einfach nicht so schwer. Okay, wir sind Kid Trunks. Der Sohn von Vegeta und Bulma. Boah. Oh, scheiße. Full Power Energiewelle. High Speed Sprint. Da, friss das. Okay, Zeit für volle Kraft. Oh, scheiße, Broly tritt durch? Oh Mann, jetzt habe ich echt Probleme, Alter. Große Baumkanone. Kann es sein, dass du ein unglaublicher Schwächling bist? Sieh an, du kannst ja doch kämpfen. High Speed Sprint. Ja, ich muss sagen, Broly ist zu einfach heute. Oh, scheiße. Fuck, bitte nicht. Alter, ich wollte ausweichen, aber es ging nicht. Fuck, das war's. Oh Gott, ich bin noch davon gekommen. Broly, er lebt also noch. Hey, da ist Son Gohan, Super Saiyan 1. Son Gohan? Ja, Son Gohan ist hier. Wie, Son Gohan? Jawohl, Son Gohan ist da. Erstaunlich, dass ihr euch gegen Broly behaupten konntet. Ja, mit Son Goten hätte ich ihn locker besiegt. Er ist der legendäre Super Saiyajin, den Papa vor 7 Jahren besiegt hat. Jeck, dann können Son Goten und ich ihn unmöglich schlagen. Naja, mit Gotenks glaube ich schon. Oh, scheiße. Fuck. Ganz genau, du bist hinter Papa her, also musst du stattdessen gegen mich kämpfen. Fuck, Alter. Fuck, das hat Damage gemacht. Volle Kraft, Energiestrahl-Volley. Wo ist denn der Typ, Alter? Explodiver Madan. Es ist Zeit für volle Kraft. Brüder Kamehameha. Ich denke, das war's. Er ist erledigt. Goodbye, Broly. Brokkoli. Brokkoli. Ja, Mutten Roshi hat immer Brokkoli gesagt. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich habe gewonnen. Son Gohan hat eigentlich gewonnen. Ja, Son Gohan denkt sich. Son Goten. Leck mich am Arsch. Oh. Wir haben ein neues Objekt freigeschaltet. Art des starken Kriegers. Wie es aussieht. Nein, einfach nur Art des Starkens. Ja, ich denke, wir machen gleich noch ein drittes. Unschuldiges Monster. Ja, nebenbei ist ein Monster, das durch gebündelte böse Energie entsteht. Auf den ersten Blick mag es ja ganz niedlich wirken, aber es ist fies. Okay, dieser Kampf macht einen guten Eindruck. Ja, Leute, ich denke, wir machen das auch noch, weil die ersten 2 Kämpfe, die waren so einfach. Puh, auf einmal ist er ganz merkwürdig.
So ein Goku Super Saiyan 1 oder was? Janemba mag ich echt gerne, der ist cool, auch wenn er böse ist. Janemba mochte ich echt gerne in den zweiten Teil und in den dritten Teil. Super Energie Welle. Super Kamehameha. Wenigstens läuft der Typ nicht. Oh Scheiße. Ich wollte sagen, wenigstens läuft der Typ nicht davon wie Broly vorhin. Oh Scheiße. Oh Mann. Zeit für Full Power Blitz Kamehameha. Was denn? Ist es schon vorbei? Okay, ich denke noch einmal Blitz Kamehameha. Let's go. Schnelle Kanone. Oh oh. Das ist so wie Piccolos Höhlengranate. So ähnlich. Super Energiestrahlvolley. Ich meine natürlich Super Energiewelle. Super Kamehame. Ah! Alter, ist das wirklich alles hier nehmbar? Super Energiewelle. Ist das schon vorbei? Alter, was ist denn heute los? Heute mache ich irgendwie alle fertig. Normalerweise habe ich echt immer Probleme gehabt. Wiedergeborene Fusion zum Goku und Vegeta. Nice. Ja, das kommt dann aber im nächsten Part, Leute. Wir haben bereits in einem Part heute 3 Kapitel geschafft. Das ist schon viel für einen Part. Ja, ich muss sagen, der Spezialsaga ist wirklich am geilsten. Da kommen so viele fantastische Kämpfe vor. Ja, das war's eigentlich wieder mit dem Part, Leute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Hell yeah! Ja, ansonsten würde ich mich auf eine Bewertung freuen, sage ich mal. Ansonsten folgt mir weiterhin auf meinem Kanal Hannes Spielergalaxie für weitere Videos. Es werden weitere Dragon Ball Z Videos kommen, besonders von diesem Spiel. Das kann ich euch jetzt schon sagen, da Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3... Also Tenkaichi 3 wirklich ein großartiges Projekt von mir ist. Da sich das so viele ansehen, habe ich mir gedacht, dass ich das Spiel wirklich offen halten werde und es wahrscheinlich auch nach der Story noch weiterspielen werde. Ja. Ja, mal sehen, was uns noch alles hier auf meinem Kanal Hannes Spielergalaxie erwartet. Da kommen noch einige großartige Dinge. Darauf könnt ihr wetten. Ja, zurzeit ist es halt ein wenig stressig bei mir. Ich habe momentan so viel zu tun. Aber ich gebe mein Bestes, um euch auf den Laufenden zu halten, Leute. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 für die Wii auf meinem Kanal Hannes Spielergalaxie. Kuririn, tu mir einen Gefallen und schneid dir deine Haare, Alter. Du siehst aus wie ein Emo. Muss echt nicht sein, oder? Ja, gebt den gut aussehenden Kuririn ein fettes Like. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal. Holy crap.